Klasse 750 Kubik ist die Formel 1 unter den Motorradklassen. Der Schweizer Michel Frucci führt seine gute Leistung in diesem Jahr darauf zurück, dass er mit mehr Sponsorgeldern besseres Fahrzeugmaterial bekommen hat. Und er ist jetzt 26 Jahre alt, dass er sich schließlich auch fahrerisch hat steigern können. Die Maschinen haben Vierzylindermotoren, leisten 130 PS und beschleunigen in Hockenheim bis auf 300 Kilometer in der Stunde. Patrick Pons aus Frankreich findet die 750er deshalb gut, weil alle Maschinen so viel Leistung haben, dass kleine Unterschiede kaum ins Gewicht fallen. Die Maschinen sind praktisch nicht auszufahren, so meint er. Die fahrerische Leistung des Piloten ist ausschlaggebend. Mit dem Gewicht, den PS und der Geschwindigkeit steigt auch das Risiko der Piloten. Alberto Cecotto galt, als er vor 4 Jahren in Europa auftauchte und sofort Weltmeister der 350er-Klasse wurde, als Motorrad-Wunderkind. Heute ist er 23 und gut 20 Stürze reifer. Der letzte, Ende Juli in Frankreich, Bruch des Handgelenks. In Hockenheim musste er mit einer Gipsmanschette an den Start gehen. Es schmerzt und stört schon ziemlich, erzählte er, die Hand schwillt an. Zuschauer, die Trainingsschnellsten waren Cecotto vor Pons, Frucci nur auf dem 7. Startrang. Achtung, Start! Ein Riesenfeld von 40 Startern, 20 Runden, das sind 135 Kilometer. 5 Pons, 1 Cecotto, 14 Frucci. Eine Dreierspitze der Favoriten mit wechselnder Führung. Nach 11 Runden der Schweizer Frucci an den Boxen. Schwierigkeiten mit den Reifen, die Slicks halten dem Tempo nicht stand. Aufgabe. Aber auch andere hatten Pech. Wenn sie sich mit dem Schicksal auch nicht so leicht zufrieden geben wollten. Die 750er-Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr zum letzten Mal ausgetragen. Nicht zuletzt deshalb, weil nur eine Marke sich in dieser Klasse engagierte, Yamaha. Keine andere Firma hatte ein konkurrenzfähiges Motorrad anzubieten. 40 Starter, alle auf Yamahas, das ist sicher nicht der Sinn einer Weltmeisterschaft. Die Distanz des Rennens war so ausgelegt, dass mindestens einmal getankt werden musste. Cecotto und sein Team. Neun Sekunden, das müsste schneller gehen. Patrick Pons 2 Runden später.
Das war schneller. Genau 3 Sekunden schneller. Pons lag damit vor Cecotto. Fünf Runden vor Schluss, erneuter Boxenstopp für den Venezolaner. Wie bei Frucci, Reifenschaden. Zu allem Überfluss hatten die Mechaniker keinen Ersatzslick bereit. Ein langsamer Profilreifen musste genügen. Am Ende ein enttäuschender 13. Platz für Cecotto. Keine weiteren Probleme für die Nummer 5, Patrick Pons. Zwar lag kurzzeitig Pons Landsmann und Teamkollege Saron an der Spitze, aber der ließ seinen Freund natürlich noch auf den letzten Metern vorbei, um Pons die volle Punktzahl und alle Chancen auf die Weltmeisterschaft zu ermöglichen. Wieder einmal hatte die Technik deutlich mitgesiegt. Pons und sein Teamkollege fuhren einen anderen Reifentyp als Frucci und Cecotto. Patrick Pons rechts genügt ein 10. Platz im letzten Rennen zur Weltmeisterschaft 1979.